Wir haben heute unsere zweite Konferenz und Sie, lieber Herr Hülsmann, sind bereits zum zweiten Mal zu Gast. Ich erinnere mich mit Freude an Ihren interessanten und erfrischenden Vortrag aus dem letzten Jahr. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns heute ein ebenso spannendes Referat erwartet, meine Damen, meine Herren, Professor Jörg Guido Hülsmann zum Thema Papiergeld und die Armut der Nationen. Lieber Herr Marquardt, besten Dank für diese freundlichen Eingangsworte. In Anknüpfung an Herrn Starks Bemerkung zur Verwunderung, die man auf zeitweilig trifft, wenn man nur das Wort Austrian Economics oder österreichische Schule aufbringt, da fiel mir dann gleich ein, einige Erlebnisse aus meinen Anfangsjahren, hinterher wandle ich ja immer so in den einschlägigen Zirkeln, wo man auch häufig Leute kennt, die wissen schon, was österreichische Schule ist und so weiter, aber gerade am Anfang, da traf ich heute Leute, sie interessieren sich für Australian Economics, ja, sehr interessant, die wussten dann gar nicht, wo ist, gerade in Amerika, die wissen das häufig gar nicht, das auf der Karte zu finden, nicht? Und das Charmanteste war einmal, daran denke ich jetzt gerade, weil mein Nachbar, ein Herr aus Frankreich ist, habe ich eine Vorlesung gegeben an einer Pariser Universität, das war 1997. Und dann ist der Titel war Einführung in die österreichische Ökonomik. Und dann kam tatsächlich eine Dame hinzu, die war eigentlich keine Ökonomin, war Kunsthistorikerin oder was weiß ich, und die interessierte sich für Österreich. Und die dachte, jetzt gebe ich also eine Vorlesung über die österreichische Wirtschaft. Und was dann so charmant war, ist, sie ist geblieben. Hat die ganze Vorlesung mitgemacht. Ja, das war, ja. Deshalb ist das wahrscheinlich ist dieser Charme der besseren Ideen, von denen Thorsten Polleit vorhin sprach, der viele Teilnehmer, die schon im letzten Jahr hier waren, wieder zurückgeführt hat und die immer wieder neue Leute zur österreichischen Schule finden. Und wir arbeiten also hart daran, zur Not auch mit dem Schneeballsystem, diese Ideen zu verbreiten. Mein Thema heute also das Papiergeld und die Armut der Nation, natürlich eine Anspielung auf Adam Smith, der Wohlstand der Nation. Also mein Thema betrifft hauptsächlich Armut aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, wobei ich ein wenig auch auf die Verteilungsproblematik eingehen werde. Papiergeld, haben wir ja gerade von Professor Stark erfahren, ist also eigentlich Baumwollgeld. Ist natürlich, habe ich hier auch in meinem Titel verwendet, als Kurzformel für das allgemeine Phänomen, nicht der künstlichen Geldproduktion, die zum einen durch die Geldschöpfung der Privatbanken, in Form der Geldschöpfung der Privatbanken erfolgt, aber dann natürlich auch durch die Schöpfung von Grundgeld durch die Zentralbanken. Das Papiergeld steht hier als Kurzformel dafür. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist der größte Teil des Grundgeldes nicht in Form von Baumwollgeld vorhanden, sondern in Form von Buchgeld, nicht bei der Europäischen Zentralbank. Ich werde also im Folgenden vor allen Dingen auf die gesamtwirtschaftlichen Gründe eingehen oder auf die Gründe eingehen, aus denen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine künstliche Geldschöpfung tendenziell zur Verarmung der Nationen führt, also nicht einfach nur zur Verarmung einzelner Gruppe, die mit größerem Reichtum anderer Bevölkerungsgruppen einhergeht, sondern zur gesamtwirtschaftlichen Verarmung. Dazu gibt es einige Theorieansätze, die wir insbesondere im 19. Jahrhundert, aber auch dann bei Ludwig von Mises finden, und die wir anreichern können mit anderen Gedanken, die sich ein wenig verstreut in der heutigen Literatur finden und die ich auch in meinem im letzten Jahr erschienenen Buch über die Krise der Inflationskultur weiterentwickelt habe. Also im Folgenden werde ich kurz also auf die Currency-Schule eingehen, dann auf Mises und dann eben auf diese anderen Argumente. Schließlich ein paar Gegenargumente in Betracht ziehen. Es ist immer hilfreich, auch auf die Gegenseite zu schauen. Und anschließend auf die Umverteilungsproblematik näher eingehen. Also im 19. Jahrhundert hat die Currency-Schule den Kerngedanken Adam Smiths weitergeführt, dass nämlich man durch Geldschöpfung den gesamtwirtschaftlichen Wohlstand nicht erhöhen kann. Dazu ist erforderlich, dass man vermehrt spart, dass die Arbeitsteilung erweitert wird. Der technische Fortschritt ist wichtig. Also so, alle diese nicht monetären Faktoren oder auch realen Faktoren sind letzten Endes für den Wohlstand verantwortlich. Das Schöpfen von Geld, insbesondere die künstliche Erzeugung von Geld durch
Geschäftsbanken und Zentralbanken trägt dazu nicht bei. Adam Smith selber hatte allerdings die künstliche Geldschöpfung in bestimmten Umfang als nützlich angesehen, auch als gesamtwirtschaftlich nützlich, indem man nämlich ein vermeintlich teures Geld, nämlich Gold und Silber, durch billiges Geld, nämlich Bankgeld, ersetzen könnte. In dem Fall kann man sich also die Ressourcen sparen, die man zur Einführung dieser Warengelder hätte verwenden müssen. Das kann man sich sparen und anderweitig einsetzen. Also ergeben sich Wohlfahrtseffekte. Das ist natürlich ein schwaches Argument letzten Endes, weil es darauf hinausläuft, wir können viel Geld sparen, indem wir einfach die Produktion von Mercedes-Benz und BMWs und Jaguars untersagen. Und all die Ressourcen, die also da verwendet werden, das können wir dann einsparen. Jeder kann ja einen Fiat Panda fahren und größere Familien dann vielleicht Renault Espace. Und alle Ressourcen, die wir einsparen, indem wir keine Leute mehr bei BMW, Jaguar und Mercedes-Benz beschäftigen, die können halt dann woanders eingesetzt werden. Die können Maler werden, Restaurateure und Erzeuger von Computern und so weiter. Nicht darauf läuft das Argument hinaus. Nach Adam Smith hat aber seine Zöglinge, die klassischen Ökonomen, haben dann durchaus Gründe gefunden, aus denen künstliche Geldschöpfung zur Verarmung der Nation beiträgt. Und dabei stand insbesondere das von Jean-Baptiste Say, David Ricardo und dann von der Currency School entwickelte Argument im Vordergrund, dass nämlich die Geldschöpfung durch Geschäftsbanken ihre Liquiditätsposition verschlechtert. Die Banken werden also immer weniger liquide, sodass es früher oder später zu Liquiditätskrisen kommt. Und diese Liquiditätskrisen gehen eben dann einher mit einem zumindest vorübergehenden Produktionsstopp, sodass also nicht nur viele Leute ihr Vermögen verlieren, sondern auch gesamtwirtschaftliche Einbußen erfolgen. Ludwig von Mises hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts diesen Gedanken weitergeführt und entscheidend ergänzt. Er hat also nicht nur anerkannt den Gedanken der Currency School, den er für richtig empfand, sondern er hat hinzugefügt, dass die künstliche Geldschöpfung insbesondere zu intertemporalen Ungleichgewichten führen kann. Und dieser Gedankengang ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt unter dem Titel Österreichische Theorie des Konjunkturzyklus. Nicht, dass Mises, die man verkürzt so etwa so darstellen kann, dass Mises sagt, die Gesamtmenge der Produktionsvorhaben, die wir umsetzen können in einer Wirtschaft, hängt ausschließlich von realen Faktoren ab. Nicht, also die Gesamtmenge der Güter, die wir produzieren, hängt davon ab, wie viele Unternehmungen wir verfolgen. Und wir können natürlich viele Projekte beginnen, aber es kommt natürlich vor allen Dingen darauf an, diese Projekte auch zu Ende zu führen. Das ist genau das, was die meisten von Ihnen, die ja nicht Studenten sind, wie ich ja so richtig sehe, aber wahrscheinlich ihren Kindern sagen, die ja häufig dann Schüler und Studenten sind, sagen, verzettel dich nicht, konzentriere dich auf das Wesentliche. Denn wenn du alles beginnst und nicht zu Ende führst, hast du am Ende des Tages nichts gewonnen. Nicht? Und so ist das eben auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Damit tatsächlich Wohlstand zustande kommt, damit Güter erzeugt werden, muss man den Produktionsprozess zu Ende führen. Das reicht nicht, einfach zu beginnen. Und das Argument von Mises läuft darauf hinaus, dass er sagte, wenn durch künstliche Geldschöpfung der Zinssatz zu niedrig wird, dann haben die Unternehmer den Eindruck, dass auf einmal eine größere Gütermenge tatsächlich zur Verfügung steht. Das heißt, es ist jetzt möglich, dass wir tatsächlich mehr Projekte verwirklichen. Nicht nur in Angriff nehmen, sondern auch verwirklichen können. Also mehr Leute fangen dann an, sich an die Verwirklichung ihrer jeweiligen Projekte zu machen. Das können Geschäftsvorhaben sein, kann aber auch karikative Unternehmungen sein und so weiter. Und dann stellt man so auf halbem Wege fest, dass tatsächlich die realen Ressourcen fehlen. Es sind halt eben nicht so viele Leute da, die als Arbeitskräfte erforderlich wären, um diese Projekte zu Ende zu führen. Es sind nicht genügend Rohstoffe da, es sind nicht genügend halbfertige Produkte und Maschinen und Einrichtungen und so weiter, die man benötigte, um all diese Vorhaben tatsächlich zu Ende zu führen. Und der Moment, in dem man dann feststellt, dass es tatsächlich unmöglich ist, das alles zu tun, ist dann die Krise. Und die Besonderheit der Misesischen Konjunkturtheorie liegt eben darin, dass Mises zufolge, so wie Nietzsche das gesagt hat, die Umwertung aller Werte, nicht? Also der Hauptstromökonomie zufolge ist die Aufschwungphase, nicht diese Blase, das ist eigentlich wünschenswert, das ist gut. Und man sollte ja nur nach Möglichkeit den Abschwung, nicht die Krisensituation, die sollte man vermeiden. Also die schlechte Phase des Konjunkturzyklus. Mises zufolge ist genau umgekehrt. Während des Aufschwungs, der Aufschwung ist eigentlich eine Scheinblüte. Wir befassen uns mit Sachen, wir verwenden die vorhandenen Ressourcen in Aktivitäten, die letzten Endes nie nachhaltig sind, die nicht zu Ende geführt werden können. Wir sind gerade dabei, unsere Mittel zu verschwenden.
Der Aufschwung ist also die eigentlich schädliche Phase des Konjunkturzyklus und die Krise ist der gute Moment. Es ist natürlich hart, nicht mal mit der schrecklichen Sache, die wir Wirklichkeit nennen, konfrontiert werden, aber das ist eigentlich dann, wo die Sachen besser werden, weil wir dann sozusagen erneuten Kontakt mit der Realität nehmen und anfangen, uns auf eben diese einzustellen. Also durch diese künstliche Geldschöpfung kommt es zu intertemporalen Ungleichgewichten, also zu Fehlinvestitionen. Aber Mises gab uns noch eine zweite Überlegung an die Hand, die er 1919 entwickelte und dann auch in der zweiten Auflage seiner Theorie des Geldes von 1924 ausführte, nämlich dass die künstliche Geldschöpfung und die damit einhergehende ständige Erhöhung des Preisniveaus die Wirtschaftsrechnung innerhalb der Unternehmen verfälscht. Es kommt halt eben dazu, wenn man in der Vergangenheit seine Produktionsfaktoren gekauft hat, beispielsweise Anlagen, aber vielleicht auch Rohstoffe, und nun verkauft man 2, 3 Jahre später Produkte, die man hergestellt hat, zu entsprechend höheren Preisen, weil mittlerweile durch die Geldschöpfung das Preisniveau steigt, dann hat man eben den Eindruck, dass man besonders hohe Gewinne erzielt hat, während ein Teil des Unterschiedes zwischen Kosten, also Ausgaben in der Vergangenheit und gegenwärtigem Umsatz nur dadurch zustande kommt, dass mittlerweile insgesamt die Preise gestiegen sind. Man rechnet sich also künstlich reich und dadurch besteht halt eben die Versuchung, nicht genügend Geld zu reinvestieren, also die erzielten Gewinne oder die Buchgewinne dem Konsum zuzuführen, statt sie zu sparen. Es kommt also dann tendenziell zur Verarmung der jeweiligen Gesellschaft. In meinem im letzten Jahr erschienenen Buch habe ich diese Überlegungen weitergeführt und dabei insbesondere von folgender Tatsache meinen Ausgang genommen. Durch die ständige Geldschöpfung kommt es tendenziell zum ständigen Steigen des Preisniveaus, selbst in den Ländern mit großer Stabilitätskultur wie der Bundesrepublik Deutschland, in der wir ja glücklicherweise die Deutsche Bundesbank hatten und nicht die Banque de France oder die Bank of England, die sehr viel höhere Inflationsraten zugelassen haben über viele Jahrzehnte hinweg. Also uns ging es relativ gut. Aber selbst in Deutschland hatten wir ständige niedrige Inflationsraten. Wir hatten eben keine Stabilisierung des der Kaufkraft des Geldes, des Preisniveaus. Wir hatten nicht null Inflationsrate, Preisinflationsrate, sondern wir hatten immer eine leicht positive Inflationsrate. Nun, da könnte man sich halt eben ausrechnen, dann selbst wenn die Inflationsrate nur 2% pro Jahr ist, jedes Jahr, dann hat man halt eben ist das Geldvermögen, das man in bar hält, nach 20 Jahren hat etwa nur die Hälfte der Kaufkraft, die es zu Anfang hatte. Also man verliert natürlich durch das Geldhorten. Das heißt, in einem Geldsystem, das auf Papiergeld beruht, das auf dem Prinzip der künstlichen Geldschöpfung beruht, werden systematisch die Anreize aus dem Weg geschafft, Ersparnisse in Form von Geldhorten zu bilden. Und das, meine Damen und Herren, ist kein Zufall, sondern war einer der wichtigsten Gründe, aus denen man dieses System eingeführt hat und begründet hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das war eine der wichtigsten Überlegungen der Frühkeynesianer, aber auch derjenigen, die halt große Vorbehalte gegenüber dem Goldstandard hatten. Deren Argument war, nein, im Goldstandard besteht eine tendenziell deflationäre Tendenz, nicht die Preise sinken. Und damals war man nicht so ganz so furchtsam wie heute, dass man meinte, wenn die Preise mal 2 oder 3% sinken, jedes Jahr über 5 Jahre hinweg, dann implodiert die Wirtschaft nicht. Also das hat man nicht geglaubt, weil man es auch gesehen hat, dass es einfach nicht stimmte. Aber jedenfalls meinte man, man könne das Ganze ja noch optimieren. Ja, die Wirtschaft funktioniert so offensichtlich. Wir haben ja schöne Wachstumsraten. In 1880er, 1890er Jahren hatten wir hohe Wachstumsraten, wir hatten chinesische Wachstumsraten in Deutschland. Und dann haben die seinerzeitigen Theoretiker, die frühe Keynesianer, haben gesagt, wir können das aber noch optimieren. Heute wird immer noch viel zu viel Geld gehortet. Nicht alles von diesem Geld wird von den Banken gesammelt, nicht auf Bankenkonten gesammelt, sondern viel ist einfach nur unter den Kopfkissen und in irgendwelchen Löchern im Garten vergraben oder sonst wo im Küchenschrank versteckt. Nicht all dieses Geld, das könnte doch nutzbringend verwendet werden, das heißt ausgegeben werden. Nicht? Und das ist halt eben der Grundgedanke der keynesianischen Wirtschaftsphilosophie, dass halt man durch Geld ausgeben den Reichtum befördert. Man hat also dann dieses Geldsystem geändert und die Folge ist dann in der Tat, dass Geldhorten als Sparform bedeutungslos geworden ist. Also heute spart praktisch niemand mehr
in Form von Geldschein, die er im Küchenschrank hält, was weiß ich. Manchmal hat man noch ein altes Mütterchen oder Großmütterchen, nicht, die stirbt dann und dann durchsuchen die Enkel, suchen dann die Wohnung aus und finden dann da nicht nur Gurken, sondern auch so ein Konservenglas oder voller Banknoten, ne? Teilweise noch Reichsmark und solche Sachen. Nee, also das hat völlig an Bedeutung verloren. So, die Frage ist dann, wie spart man dann? Und da gibt es dann im Wesentlichen nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man investiert halt in Immobilien, man kauft sich also ein schönes Stück Land oder ein Häuschen oder eine Mietwohnung, die man vermietet und so weiter, oder man kauft Wertpapiere. Denn in beiden Fällen bedeutet dieser Kauf in einem inflationären, preisinflationären Umfeld, selbst da, wo die Preisinflation niedrig ist, dass man sich halt entschädigt, zumindest teilweise, gegen die Verluste der Kaufkraft des Geldes. Also die Wertpapiernachfrage steigt und im gleichen Zug steigt auch, das ist interessant, das Wertpapierangebot. Das heißt, die Verschuldungsbereitschaft steigt auch. In einem inflationären Umfeld bestehen starke Anreize, sich zu verschulden, da man im statistischen Durchschnitt mit einer Erhöhung seines Einkommens für die Zukunft rechnen kann. Nicht? Sodass, wenn man sich bei fixem Zinssatz verschuldet, die Schuldenlast immer geringer wird. Das ist der Grund, aus dem die meisten jungen Leute heute, sobald sie die Universität verlassen, sich verschulden, um ein Haus oder ein Apartment zu kaufen. Vielleicht haben Sie sich noch nie diese Frage gestellt, warum das so ist, warum wir das heute anders handhaben als unsere Vorfahren vor 100 Jahren. Damals wurde in der Regel erst gespart, nicht Sparer, Sparer, Häuslebauer, erstmal 20 Jahre sparen und horten, nicht? Und endlich kauft man sich dann das Häuschen. Heute machen wir es umgekauft, wir kaufen zuerst auf Kredit. Und das liegt einfach daran, dass der Schuldendienst natürlich am Anfang eine Belastung ist für den jungen Haushalt, aber wenn das Einkommen dann eben steigt, nicht nur durch die wachsende Berufserfahrung und zunehmende Qualifikation, sondern einfach auch dadurch, dass die Preise insgesamt steigen, steigen auch die Einkommen, nicht? Dann wird diese Schuldenlast immer geringer. Nicht? Man stellt sich dann also besser. Und die gleichen Überlegungen spielen auch eine Rolle bei der Staatsverschuldung. Für den Staat ist genau das Gleiche. Der Staat sich jetzt verschuldet, kann er damit rechnen, dass halt die Steuereinkommen in der Zukunft steigen, einfach unter der Wirkung der ständig steigenden Preise. Und wir sprechen noch nicht mehr von Steuerprogression. Nicht? Und bei den Unternehmen ist es genau das Gleiche. Ein Unternehmen, das sich jetzt verschuldet, kann auch mit steigenden Umsätzen im statistischen Durchschnitt rechnen und hat eben dann starke Anreize, sich zu verschulden. Ich habe ein paar Charts dann, um Ihnen das zu verdeutlichen. Also wir haben hier die Entwicklung, ich habe hier nur die Daten dafür, die letzten 25 Jahre, der Kreditpapiere in den 17 wichtigsten Ländern, also wichtigsten Ländern, wo der größte Umsatz halt eben von solchen Wertpapieren stattfindet. Und Sie sehen also eine ständige Steigung von etwa 10 Billionen am Ende des Jahres 1989 bis 70 Billionen zum heutigen Tag. Also ein ununterbrochenes Wachstum, was halt eben diesen Prozess verdeutlicht. Ständiges Wachstum der Wertpapiernachfrage und des Wertpapierangebots bedeutet natürlich eine immer größere Rolle der Finanzintermediäre. Nicht, weil die wenigsten Leute halt in direkter Tuchfühlung mit potenziellen Kreditnehmern bzw. Kreditgebern stehen, läuft das meiste Geschäft durch Kreditintermediäre. Und wir sehen also hier, dass die Rolle der Finanzintermediäre tatsächlich ständig zugenommen hat. Wir haben also hier eine schöne lange Zeitreihe, deshalb benutze ich gerne Daten aus den Vereinigten Staaten, weil man da sehr leicht an schöne lange Zeitreihen rankommt. Für den Euroraum ist das häufig noch ein bisschen schwieriger. Der Euroraum existiert ja auch erst seit 15 Jahren, nicht? Aber hier so im Bereich der FED, sehen Sie also, das Ganze fing an im Jahr 1960 und ich habe also die Daten hier bis 2012 oder 2013. Und Sie haben hier diese orangene Linie, die zeigt eine Relation zwischen dem Geldvermögen der amerikanischen Haushalte und dem Bruttoinlandsprodukt, nicht? Und da sieht man halt eben, dass also Anfang der 60er Jahre waren etwa bestand also ein durchschnittliches Geldvermögen von 300% im Verhältnis zum damaligen amerikanischen BIP. Also dieses Verhältnis benutze ich deshalb, um ein Gefühl zu bekommen, was ist die relative Bedeutung des Geldvermögens gemessen an der Realwirtschaft, nicht an den Gütermärkten.
Und diese Bedeutung nimmt ab bis zu Anfang der 80er Jahre und nimmt dann wieder zu, nicht? Und was passiert halt eben Anfang der 80er Jahre? Na, wir haben halt finanzielle Deregulierung, was die internationalen Kapitalströme betrifft, nicht unbedingt Deregulierung, Finanzmarktderegulierung innerhalb der einzelnen Länder, aber was Kapitalströme betrifft, wird das Ganze dereguliert und dadurch gibt es halt größere Bewegungsfreiheit auf den Finanzmärkten, können also interessantere Kombinationen von Renditen und Risiken erzielt werden. So ab dem Zeitpunkt steigt also das Interesse an Finanzanlagen und wird kurz dann unterbrochen durch die Krisen der vergangenen Jahre. Nun, was nun besonders interessant ist, ist, dass im gleichen Zeitraum der Geschäftsumfang der Finanzintermediäre gemessen am Bruttoinlandsprodukt ebenfalls steigt, aber halt eben stärker, als es dem Wachstum der Geldvermögen der amerikanischen Haushalte entspricht. Das heißt, die Finanzwirtschaft wächst stärker, nicht nur relativ zum Bruttoinlandsprodukt, sondern selbst stärker zum Geldvermögen der amerikanischen Haushalte. Nicht? Das zeigt halt eben diese Kurve, ununterbrochenes Wachstum. Was habe ich denn noch? Ja, wir haben also das Gleiche für die Eurozone, nur halt eben hier, wir haben nur 15 Jahre, aber die gleiche Tendenz, nicht? Also die Geldvermögen gemessen am Bruttoinlandsprodukt steigen, das ist die untere Kurve. Und hier sehen wir halt eben die Bedeutung der Finanzintermediäre ebenfalls gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Also anfangs war die Finanzwirtschaft etwa 3,5 Mal so groß wie die Realwirtschaft und heuer sind wir also etwa bei 7 Mal so groß angelangt. Ein schönes Wachstum. Irgendwo müssen ja die Boni herkommen, nicht? So, und hier haben wir das Gleiche für Deutschland. Das ist so ein bisschen gekringelt hier, weil die Daten nicht saisonal bereinigt sind. Deshalb sieht das ein bisschen kringelig aus. Ich habe die anderen Daten nicht gefunden. Aber sehen also hier auch die gleiche Tendenz. So, was hat das Ganze jetzt mit Verarmung der Nation zu tun? Hier können wir einfach nur sagen, naja, okay, die Finanzwirtschaft wächst, die wächst relativ zur Realwirtschaft, die wächst auch selbst relativ zur Bedeutung des Geldvermögens innerhalb der Haushalte. So what? Auf gut Englisch, nicht? Was soll's? Das bedeutet einfach nur vielleicht, dass die Finanzwirtschaft immer effizienter wird und dass die immer bessere Leistungen uns verschafft und wir aufgrund dessen halt letzten Endes uns auch bereichern. Das ist eigentlich vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass ein wachsender Wirtschaftsbereich hier ist, wie das Kino vielleicht oder Informationstechnologie wächst auch relativ zur Gesamtwirtschaft, muss nicht unbedingt ein Grund zur Beunruhigung sein. Vielleicht. Aber ich meine, hier ist, aus den genannten Gründen können wir bereits sehen, dass es sich hier zum Teil zumindest um ein künstliches Wachstum handelt, das eben dadurch zustande kommt, dass das Sparen in Form von Geldhorten durch das heutige Geldsystem ineffizient geworden ist. Es ist also ein künstliches Wachstum. Und sobald man künstliches Wachstum hat, dann muss man sich halt eben die Frage stellen, ist das aus gesamtwirtschaftlicher Sicht effizient oder ist es nicht vielmehr so eine zweitbeste Lösung, die also letzten Endes dann Ineffizienz gemessen am Optimum wäre, was halt eben Sparen per Geldhorten bedeuten würde. Aber es gibt noch einen weiteren und ich meine entscheidenden Überlegung, die man hier anführen kann. Und das ist, dass das Wachstum der Finanzintermediäre es dem Staat ungemein erleichtert, sich das Vermögen seiner Bürger zu bedienen. Stellen wir uns noch mal vor, nehmen wir für einen Moment an, wir hätten überhaupt keine Finanzwirtschaft. Und der Staat wollte sich aus unserer Kasse bedienen. Was müsste er tun? Er müsste uns, also müsste die Steuergesetze ändern und er müsste dann letzten Endes jeden einzelnen Bürger auffordern, also sein Vermögen zu deklarieren und da zur Not, wenn er uns nicht traut, da zu jedem einzelnen Bürger staatliche Beamte hinzuschicken und zu überprüfen, stimmt das denn nun auch und dann gegebenenfalls die vorhandenen Mittel zu konfiszieren. Das ist eine sehr aufwendige Art und Weise, die Bürger auszurauben. Nicht? Sehr teuer. Also es lohnt sich in der Regel nicht. Das macht man dann nur bei ganz reichen Marktteilnehmern, häufig Firmen, die im Import-Export tätig sind, was weiß ich, würde die Chinesen das machen oder die Japaner, ansonsten lohnt sich nicht. Sobald man aber ein starkes Wachstum der Finanzwirtschaft hat, wird die Sache ungemein leicht. Es gibt dann eben nicht mehr Millionen und zig Millionen von Leuten, um die man sich da kümmern müsste, sondern es gibt dann nur noch ein paar hundert oder vielleicht nur noch ein paar zehn. Oder vielleicht, wenn man so wie im deutschen Fall ist, es gibt dann nur noch 5 große Banken, beziehungsweise bald nur noch eine. Nicht?
Und das erleichtert die Sache ungemein. Da muss man sich nur einen einzigen Marktteilnehmer muss man sich kümmern und da halt ein paar Beamte hinschicken und dann hat man die Sache ziemlich schnell erledigt. Und damit das Ganze nicht so brutal aussieht, so Geld wegnehmen und so weiter, das ist ja auch nicht schön, dann kann man einfach ein paar Gesetze ändern und das nennt man dann Finanzmarktregulierung. Und dann wird gesagt, na, aus Sicherheitsgründen seid ihr jetzt verpflichtet, einen bestimmten Anteil der vorhandenen Mittel, also eurer Kunden, in staatliche Wertpapiere zu investieren. Weil ja sonst ist das ganz gefährlich. Wenn ihr das irgendeiner privaten Firma anvertraut, dann seht ihr das vielleicht nicht wieder. Also kauft ihr besser griechische Staatspapiere. So, was kommt dann eben dabei raus? Dann kann man sich halt eben angucken, welcher Anteil des Netto-Geldvermögens in den verschiedenen Ländern vom Staat absorbiert wird. Welcher Anteil wird in staatliche Wertpapiere investiert? Da habe ich hier die Daten da nicht aktualisiert. Ich glaube, es ist eher stärker geworden in den letzten Jahren. Also um 2009, 2010 herum war das folgende Bild. Sie sehen also zum Beispiel für den Fall von Deutschland, hier diese 92% bedeuten 92% der vorhandenen Mittel kamen aus Haushalten und Non-Profits und 8% aus finanziellen Kapitalgesellschaften. Wie wurden diese Mittel verwendet? 47% wurden investiert in nicht finanzielle Kapitalgesellschaften und 15% im Rest der Welt und 35% in Wertpapieren, die von öffentlichen Haushalten emittiert wurden. Bedeutet also, 35% der Geldvermögen, die in Deutschland halt investiert wurden, von Finanzintermediären verwaltet werden, kommen der öffentlichen Hand zugute. So, und jetzt kann man natürlich einiges sagen über den Nutzen und die Wichtigkeit des Staates. Sie wissen, dass die meisten heutigen österreichischen Ökonomen sehr radikale Ansichten zu diesem Thema haben, die ich jetzt auch nicht vertiefen will. Nicht? Aber eins ist mal sicher, dass der Staat sicherlich nicht das macht, was die Marxisten eine Reproduktion des Reichtums hervorbringen. Nicht? Also der Staat reproduziert nicht die Mittel, die er verwendet, sondern er verbrät sie. Mal so auf Deutsch gesagt, nicht? Die Mittel, die der Staat verwendet, die werden halt einfach ausgegeben und nicht dazu verwendet, irgendwelche Güter herzustellen, die man hinterher zu entsprechenden Preisen wiederverkaufen kann, sodass die ganze Sache nachhaltig wird und sich selber am Leben hält. Das macht der Staat eben nicht. Und das ist ja geradezu die Staatsrechtfertigung, die häufig aus ökonomischer Sicht gegeben wird, indem man sagt, na, der Staat muss gerade diesejenigen Sachen machen, die sich nicht rechnen. Nicht? Für alles andere können wir ja den Unternehmen anvertrauen, aber der Staat muss ja gerade das machen, was sich nicht rechnet. Nicht? Also es ist völlig offensichtlich, dass dieses Geld, also ein Drittel des vorhandenen Geldvermögens, und mehr als ein Drittel, nicht nachhaltig eingesetzt ist, eigentlich weg. Ja, das bedeutet das. So, in den USA 27%, wie gesagt, das hat sich sicherlich dem deutschen Niveau angenähert. Frankreich 34%, in Frankreich besonders hohe Investitionen in nicht finanzielle Kapitalgesellschaften. Da ist man für einen Moment überrascht und sagt, ja, die Franzosen scheinen doch recht marktfreundlich zu sein. So viele große Mittel werden in nicht finanziellen Kapitalgesellschaften zur Verfügung gestellt. Natürlich muss man dabei im Fall von Frankreich immer bedenken, dass viele dieser Gesellschaften natürlich im staatlichen Besitz sind. Nicht? Also, da hat man sozusagen dann einfach nur ein falsches Etikett draufgeklebt. Also wahrscheinlich ist der Staatsanteil sehr viel höher, der tatsächliche. Vereinigtes Königreich 26% immer und der Spitzenreiter ist Japan. Die Japaner haben mittlerweile die 50%-Marke überschritten. Nicht? Also 50% des japanischen Geldvermögens ist verbraten worden, sagen wir es mal so. Nicht? So, und das bedeutet natürlich tatsächlich eine Wohlfahrtseinbuße. Nicht? Verbraten bedeutet, diese Mittel werden nicht verwendet, um Güter zu produzieren, die uns also in der Zukunft nutzen können, sondern sind weg. Wir haben halt also, was wir in der Hand haben, wenn wir ein staatliches Wertpapier haben, wir haben einen Anspruch an den Staat, dass er uns doch bitteschön das Geld, das wir ihm geliehen haben, zurückzahlt. Und das heißt, wir haben letzten Endes einen Anspruch an den Staat, dass er anderen Leuten mit dem Knüppel droht, dass sie doch bitteschön ihm Geld zahlen, damit sie uns das Geld zahlen. Das heißt, wir haben also diese Hypothek auf einen schönen Verteilungskonflikt in der Zukunft. Dann gibt es noch eine weitere Überlegung, zentrale Überlegung, die dahin führt, dass man sagt, naja, diese künstliche Geldschöpfung hat als Folge eine tendenzielle Verarmung der Gesellschaft, nämlich die Erzeugung von Moral Hazard. Moral Hazard, damit ist also gemeint, die Erzeugung einer Versuchung zur ungerechtfertigten Bereicherung. Nicht mal, das äußert sich insbesondere darin, dass halt diejenigen Marktteilnehmer, die meinen,
auf die Unterstützung der Zentralbanken rechnen zu können, anfangen, ein Finanzgebaren an den Tag zu legen, das eigentlich unverantwortlich ist. Das heißt, sie fangen vor allen Dingen an, sich bei den vorhandenen niedrigen Zinsen zu verschulden, exzessiv zu verschulden, nicht so ein bisschen, nicht aber 10% oder 20%, sondern richtig viel. 80% ihrer Investitionen, 90% ihrer Investitionen und in einigen Fällen, Sie werden es kaum glauben, 99% der Investitionen werden per Schulden finanziert, aus der Geldschöpfung sehr häufig und nur 1% aus eigenen Mitteln. Das macht man normalerweise nicht, weil 1% Eigenkapitalfinanzierung ist das ökonomische Äquivalent einer Engelswirtschaft. Ja, ein Engel ist ein rein spirituelles Wesen, das sich niemals irrt, kennt Vergangenheit und Zukunft, hat alles direkt vor dem Auge, es irrt sich nicht. Und so ähnlich muss das aussehen, wenn man 1% Eigenkapital operiert, dann ist man eigentlich wirtschaftlich gesehen ein Engel. Man gehört eigentlich nicht mehr zur Menschheit, ja. Sondern man ist eigentlich ein Engel. Man irrt sich nie. Und das Seltsame ist jetzt, dass diese 1% Eigenkapitalfinanzierung beobachtet man bei öffentlich-rechtlichen Finanzintermediären. Die Landesbanken in Deutschland waren häufig mit 1% Eigenkapital unterlegt. In den USA die großen Immobilienunternehmen, also halbstaatlich bzw. staatlich, Fannie Mae, Freddie Mac, nicht? 1% Eigenkapital. Nicht? Und das ist halt eben seltsam, wenn man sieht, wer leitet diese Institutionen? Das sind Leute, die waren vorher unfähig, ein Verkehrsproblem zu lösen oder das Gesundheitssystem zu reformieren oder das Rentensystem. Dann überschreiten sie die Schwelle der Bank. Und ein Heiligenschein installiert sich über ihrem Haupte und sie irren sich nicht mehr. Also das Rätsels Erklärung ist natürlich, diese Banken können damit rechnen, dass die Zentralbanken sie zur Not raushauen. Und beziehungsweise nicht nur die Zentralbanken, sondern auch die Regierung. Und wie haut die Zentralbank sie raus? Indem die Zentralbank Geld schöpft. Das heißt, indem sie die relative Knappheit des Geldes verringert. Das heißt, dass sie verschafft den einen Vorteile zulasten aller anderen Geldbenutzer. Und der Staat kann Eigenkapital zuschießen, der steuerfinanziert ist. Also auch da wieder Bevorteilung zulasten anderer Marktteilnehmer. Nicht? Und diejenigen Finanzintermediäre, die damit rechnen, dass der Staat bzw. die Zentralbank genau das tun werden, die erliegen also einer Versuchung, auf ungerechtfertigte Bereicherungen zu spekulieren. Das nennt man also im Jargon der Ökonomen Moral Hazard. Und das ist ein sehr altes Phänomen. Ich habe Ihnen hier mal die Liquiditätsquotienten und den Eigenkapitalquotienten amerikanischer Geschäftsbanken in diesem Chart gezeigt, weil man im Fall der amerikanischen Daten halt bis 1834 zurückgehen kann. Es gibt ganz alte Daten, die wir überhaupt nicht haben. Weiß ich nicht, wie hoch die Qualität dieser Daten ist, aber nehmen wir mal an, das stimmt so halbwegs. Nicht? Dann sehen wir also, Mitte des 18. Jahrhunderts funktionierten amerikanische Banken so, wie man sich eigentlich so im Comic, so im Bilderbuch, was man den Kindern erklärt, wie man sich eigentlich vorstellt, dass eine Bank finanziert. Nicht? Also da ist eine Bank, hat unglaublich viel Cash, nicht? Das ist richtig viel Gold und Silber liegt da im Tresor, deshalb haben die auch die großen Tresore und die dicken Wände und die bewaffneten Leute davor. Also 40-50% Cash und richtig viel Eigenkapital. Und dann fangen die Amerikaner an, im Zuge der Finanzierung des Bürgerkrieges durch die Lincoln-Regierung, der Lincoln führt dann halt eben eine Zentralisierung des Bankwesens ein, entsteht halt eben Moral Hazard und wir sehen, die Sache geht den Bach runter. Nicht? Eigenkapital und Liquidität verringern sich und das dann insbesondere nach Einführung des Federal Reserve gibt es, dann sehen Sie hier so richtig einen kleinen Kick nochmal nach unten. Nur die Liquidität ändert sich, springt noch mal kurz nach oben, Anfang der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, aber ansonsten verharrt Liquidität und Eigenkapital auf sehr niedrigem Niveau. Und es geht nur deshalb nicht weiter runter hier, weil halt ab den 30er Jahren die amerikanische Bankenindustrie sehr stark reglementiert wurde durch die einschlägigen Gesetze, sodass sich das Geschehen auf den amerikanischen Finanzmärkten verlagerte von den Geschäftsbanken zu anderen Marktteilnehmern, also insbesondere Investmentfonds und so weiter. Eine andere Illustrierung habe ich, glaube ich, hier, ja, die Schuldenwirtschaft, nicht? Hier Daten also ab den 50er Jahren, Sie sehen also,
diese Phänomene, das ich eben beschrieben habe, ist nicht ein Problem der letzten Jahre, es ist nicht ein Problem, das wir seit Einführung des Euros haben. Es ist eine sehr langfristige Tendenz, die sich also zeigt, für den Zeitraum, für den wir die entsprechenden Daten haben. Ich habe nur ältere Daten nicht zeigen können, weil ich die entsprechenden Daten nicht habe. Aber ab den 50er Jahren besteht diese Tendenz, also hier die Verschuldungsprozent privater Haushalte, hier die nicht finanzielle Gesellschaften, aber keine Kapitalgesellschaften und hier die Kapitalgesellschaften, also Tendenz zur Verschuldung. So, jetzt habe ich meinen Bogen also da gespannt. Jetzt kann man Sie fragen, aber okay, wenn das alles stimmt, wie kommt es, dass wir eigentlich hier noch im Königssaal unsere Konferenz abhalten können? Warum nagen wir noch nicht alle am Hungertuch? Dieses schreckliche Papiergeldsystem, diese Geldschöpfung, wir müssten ja eigentlich, wenn Hülsmann recht hat, müssten ja eigentlich schon am Boden liegen und dann auf Nägelbetten sitzen und könnten gar nichts mehr machen. Also was stimmt an der Sache da vielleicht dann doch nicht? Bevor ich Ihnen meine Antwort gebe, erstmal auf ein paar Standard-Gegenargumente einzugehen. Das Standard-Gegenargument ist, dass, naja, letzten Endes haben die Österreicher gar nicht recht. Also das stimmt vielleicht schon, aber also das Papiergeldsystem hat diese negativen Folgen, aber es hat aber auch viele Vorteile. Nicht? Insbesondere halt eben den Vorteil, der von den Monetaristen immer ins Feld geführt wird, das ist ein stabiles Geld stabiler Kaufkraft, selbst wenn es leicht verliert, macht nicht so viel, aber das ist auch ein Riesenvorteil für die Wirtschaft. Meine Antwort darauf ist, naja gut, sicherlich stabiles Geld ist wichtig für die Wirtschaft, sonst würde das Geld nicht verwendet werden, aber stabiles Geld hätten wir natürlich auch, wenn wir kein Papiergeld hätten, wenn wir keine künstliche Geldschöpfung hätten, hätten wir auch unter dem Goldstandard, hätten wir tendenziell deflationäres Geld, jetzt haben wir tendenziell inflationäres Geld. Also, aber der Monetarismus letzten Endes überflüssig. Und selbst wenn es stimmen würde, dann ist natürlich der Einfluss, den diese künstliche Stabilisierung herbeiführt, quantitativ gesehen wahrscheinlich sehr gering. Eine andere Antwort wird gegeben, ein anderes Argument kommt dann von den Keynesianern. Die Keynesianer sagen, ja, wir haben ja recht, also das stimmt alles wieder, was der Hülsmann sagt, aber das sind dann nur kleine Nachteile, die man in Kauf nehmen muss, nur um all die Vorteile zu genießen, die die expansive Geldpolitik bringt. Nicht? Und diese Vorteile der expansiven Geldpolitik werden selbst von Leuten, die keine österreichischen Ökonomen sind, heute mehr und mehr bezweifelt. Es reicht sich, die gegenwärtige Situation anzuschauen. Ich habe Ihnen einfach mal hier die Daten von der FED gegeben. Nicht? Also hier, das sind die es sind die Entwicklungspfade des amerikanischen BIP. Ab dem jeweiligen Krisenjahr. Sie sehen hier null, der Punkt null, da wo alle diese Kurven übereinstimmen, das ist also der jeweilige Ausbruch der Krise. Und wir haben hier verschiedene Entwicklungspfade ab dem Ausbruch der Krise. Hier in der Mitte die durchschnittliche Entwicklung nach den letzten 11 Rezessionen in den Vereinigten Staaten. Hier die Entwicklung in der besten Postrezession, also der beste Entwicklungspfad der amerikanischen Wirtschaft. Und hier der schlechteste Entwicklungspfad hier in dieser gepunkteten Linie vor der gegenwärtigen Krise. Jetzt also die gegenwärtige Krise ist also gekennzeichnet durch diese Linie, die ganz unten ist. Nicht? Also die amerikanische Zentralbank hat nie die Schleusen so weit geöffnet, um expansive Geldpolitik zu betreiben und nie war der Misserfolg so groß. Und es spielt natürlich, also es ist sehr schwer, hieraus noch eine Rechtfertigung der keynesianischen Wirtschaftsphilosophie zu ziehen. Paul Krugman wird es wahrscheinlich schaffen. Aber alle anderen werden denken, naja, das zeigt halt eben, dass wir haben so große Probleme, weil wir genau das verhindern, was eigentlich stattfinden müsste, nämlich eine Anpassung nicht der Realwirtschaft an die neuen Verhältnisse. Also was ist dann meine Antwort? Warum sind wir immer noch nicht armer als jetzt? Warum lagen wir nicht am Hungertuch? Na, das liegt halt einfach daran, dass die theoretische Analyse in der Ökonomie wie immer eine kontrafaktische Analyse ist oder eine Partialanalyse ist. Wir picken uns einzelne Faktoren raus und sagen, na, was ist der Einfluss dieses Faktors auf das Gesamtgeschehen? Nicht? Das Papiergeldsystem, wie ich gerade erklärt habe, aus verschiedenen Gründen trägt nichts zum wirtschaftlichen Wachstum herbei, aber es hat ganz im Gegenteil die Wirkung, dass wir tendenziell verarmen.
Glücklicherweise gibt es aber andere Faktoren, die sich zeitgleich abspielen, die den Wohlstand halt eben aufbauen, die zu mehr Wachstum hinwirken. Dazu zählt in erster Linie das Sparen. Das ist der Hauptgrund, aus dem die japanische Wirtschaft noch nicht im Erdboden versunken ist, einfach weil Japaner unglaublich sparsam sind und dadurch selbst die Eskapaden ihrer Regierung zu neutralisieren in der Lage sind. Dazu zählt aber auch technologische Innovation. Wir denken einfach mal an die großen technischen Durchbrüche, die in den letzten 35 Jahren stattgefunden haben und die unser aller Leben von Grund auf verändert haben, die die menschliche Arbeitsproduktivität gerade in den westlichen Ländern auf zuvor ungekannte Niveaus emporgeschraubt haben. Normalerweise hätten wir in den letzten 20, 30 Jahren hätten wir hohe einstellige bzw. zweistellige Wachstumsraten haben müssen. Wir hätten eigentlich Wachstumsraten haben müssen wie in den 1880er und 1890er Jahren. Hatten wir aber nicht. Das heißt, der technische Fortschritt hat zum Wachstum beigetragen, wurde aber eben teilweise ausgeglichen durch die negativen Folgen unseres Geldsystems. Nicht? Moral Hazard, Absorption großer Teile des Geldvermögens durch den Staat und so weiter. So, die Gesamttendenz scheint dann eben immer noch positiv zu sein. Wir haben positive Wachstumsraten, zumindest wenn wir das offizielle Zahlenmaterial verwenden. Dieses offizielle Zahlenmaterial kann man allerdings in Frage stellen. Also wenn wir glauben, dass die Preise so gestiegen sind, wie uns das Statistische Bundesamt das sagt, dann haben wir in der Tat reales Wachstum gehabt in den letzten 25 Jahren. Wenn die Preise in Amerika so gestiegen ist, wie es das Bureau of Labor Statistics sagt, dann hatten die Amerikaner positive Wachstumsraten in den letzten 25, 30 Jahren. Es gibt aber glücklicherweise einige Ökonomen, die haben nochmal nachgerechnet, insbesondere ein Ökonom, der heißt John Williams. Wenn Sie sich das anschauen wollen, auf dem Internet können Sie das finden, seine Website, der heißt Shadow Government Statistics. Ja, shadowstats.com. Nicht? Und was der John Williams gemacht hat, ist also Berater größerer Unternehmen in den USA, hat lange Zeit für größere Unternehmen als Chefökonom gearbeitet. Und für ihn war eben die Datenqualität immer eine große Priorität. Und er hat sich sehr geärgert in den 80er und 90er Jahren, als das Bureau of Labor Statistics anfing, die Berechnungsweise der amerikanischen Inflationsrate zu verändern. Jetzt spare ich Ihnen die Details, mal keine Vorlesung. Nicht? Aber die Folge war, dass die nach neuer Methodologie berechnete Inflationsrate systematisch niedriger war als die nach alter Methodologie berechnete Inflationsrate. So, und wenn man sich also diese Zahlen anguckt, das habe ich mal spaßeshalber gemacht, John Williams war freundlich genug, mir seine Zahlen zur Verfügung zu stellen, und dann kommt man also auf Folgendes. Also hier diese sind also hier die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den USA ab Ende der 50er Jahre bis in unsere Zeit. So, also diese Entwicklungslinie, die durch die grüne Linie gekennzeichnet ist, entspricht also den offiziellen Zahlen. Nicht? Wenn man Williams-Zahlen verwendet, dann kommt man auf diese Kurve her. Ja, okay, also das heißt, das amerikanische BIP real gesehen erreicht seinen Höhepunkt Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und nimmt danach seinen Weg abwärts. Okay. Und dann habe ich einfach mal, weil ich immer ein sehr konzilianter Mensch bin, habe ich mir gesagt, okay, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Dann habe ich also das arithmetische Mittel genommen aus Williams Zahlen und den anderen. Und was kommt dann dabei raus? Das ist halt immer, das sieht nicht ganz so dramatisch aus, aber sehen auch hier ab, also ab der Jahrtausendwende geht es auch da den Berg runter. Also es könnte also durchaus sein, dass im Falle der USA die negativen Faktoren, die wir besprochen haben, bereits zu einer absoluten Verringerung des Volkswohlstands geführt haben, nicht nur zu einer relativen Verringerung. Also nicht nur, die Amerikaner sind nicht nur ärmer, als sie hätten sein können ohne die künstliche Geldschöpfung, aber immer noch absolut reicher, sondern sie sind vielleicht bereits absolut ärmer. Und das Ganze sieht man auch bei anderen Sachen, also hier real persönlich verfügbares Pro-Kopf-Einkommen, also gleiche Tendenz, es geht dann runter und was habe ich hier? Das Realvermögen, das Netto-Realvermögen. Also nach den offiziellen Zahlen sind die Amerikaner mit einigen Schwankungen, aber im Großen und Ganzen sehr reich heute. Und wenn man Williams-Zahlen verwendet, ja, das sieht nicht ganz so gut aus. Also ist das vielleicht nicht mehr so ganz so reich. So, jetzt bin ich
mit meiner Zeit am Ende nicht. Also ich komme nicht mehr dazu, die Anti-Piketty-Tirade zu halten. Das werden wir verzeihen. Aber meine Hauptmission habe ich erfüllt. Denn meine Hauptmission war, darüber zu referieren, welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Papiergeldsystem und dem Wohlstand der Nation, oder genauer gesagt zwischen der künstlichen Geldschöpfung und der Verarmung der Nation. Und hier haben Sie es also gesehen, zum ersten Mal bei mir. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.